Hey Freunde und herzlich willkommen heute mal wieder zur neunten Folge Minecraft Tryjump auf dem berglabs.de Server mit einer Special-Folge. Viele haben ja mal danach gefragt, ey Cranky, kannst du denn nicht mal eine Handcam machen? Und ich muss sagen, das ist extrem schwer, dass man schon fast eine Challenge nennen kann. Guckt euch mal das hier an. Ich habe die GoPro auf ein Harry Potter Buch vor meinem PC und ich sehe nicht alles vom Spiel. Und ja, ich hoffe, man sieht jetzt halt alles auch von der Tastatur und von der Maus. Deswegen gehe ich jetzt hier so ein bisschen näher zusammen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal in die Runde hinein. Ich habe die Beleuchtung ein bisschen angemacht, damit ihr hoffentlich ein bisschen mehr erkennt von der Tastatur und von der Maus, da es vorher schon sehr dunkel war. Ich habe meine Cam jetzt halt ziemlich lange laufen lassen, also ich habe die leider nicht gestoppt. Und die hat vorher schon einmal gepiepst und ist ausgegangen währenddessen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie das dann nicht während der Jump-Phase macht. Wäre natürlich auch ein bisschen unentspannt. Apropos, ist das eine GoPro? Eine ziemlich gute GoPro tatsächlich. Ich kann sie euch ja auch mal unten verlinken. Ist, glaube ich, sogar noch momentan die beste, die auf dem Markt erhältlich ist. Und ich bin definitiv nicht der beste Jumper, der momentan auf dem Markt erhältlich ist. Holy shit. Okay, das ist ja auch ein 3-1-Hochsprung. Den kann man schon mal failen, aber zweimal hintereinander. Cranky. Oh, nee. Ey, nee. Leute, was ist denn hier los? Okay. Okay. Muss aber dazu auch sagen, ich tue mir bei solchen Medium- und Easy-Modulen immer schwieriger als beispielsweise bei Hard-Modulen oder Extreme-Modulen, weil ich da immer so ein bisschen mehr schaue, wie ich den jumpen muss. Und hier ist es einfach bloß, ja, so schnell wie möglich versuchen durchzukommen, dann eventuell auch noch einmal fixen. Holy shit, das ist auf jeden Fall nicht nice. Ich muss dazu aber auch sagen, es ist mehr oder minder auch eine Challenge, denn dieses Buch, was ich euch vorher schon gezeigt habe, es ist halt einfach mitten im Bildschirm. Es stört so unnormal. Soll aber keine Ausrede sein, ja. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, jetzt halt hier auch gerade in den Hard-Modulen hier einiges wieder gut zu machen, nach diesen wirklich dummen Anfangsfails. Die Dampf-Dampf-Dampf-Watson heiße ich. Okay, das ist auf jeden Fall auch ein interessanter Name. Aber bis jetzt tun wir uns auf jeden Fall besser schlagen bei den Hard-Modulen als beispielsweise beim Easy oder beim Medium-Modul vorher. So, Pirates ist auch noch definitiv machbar. Ja, vielleicht hätte ich es nicht sagen sollen. Na, komm schon. Ich werde auch alle Sachen mal unten verlinken. Also sprich meine Tastatur, meine Maus und meine Cam. Da sicherlich Fragen auftauchen. Ich werde andauernd immer gefragt, was für ein Equipment ich habe. Dann werde ich euch das auf jeden Fall einmal unten alles verlinken, damit da keine Fragen auftauchen und niemand sich irgendwie beschwert. So wegen, Cranky, du hast es nicht angegeben. Dabei habe ich es ja angegeben. So. Ich habe es im Übrigen immer angegeben. Und nein, Mensch, mein Alter. Das war natürlich klar. 745er Finish mit 3300 Punkten. Ich meine, hätte man dem Boy schon mal gönnen können. Aber er fällt natürlich Pitche, Patsche, Penguin. Das Modul, was wir ja schon letztes Mal hatten. So, jetzt haben wir es. 37er Finish, glaube ich, war es noch. Ich hoffe auch, dass ihr das wertschätzt, dass ich auf eure Wünsche darauf eingehe, weil ich hätte sonst nie eine Handcam gemacht. Weil, ganz ehrlich, warum sollte man denn eine Handcam machen? Wollt ihr unbedingt meine Hände sehen oder ist es wirklich, wie ich die Tastenkombination mache? Könnt ihr mal gerne schreiben, warum ihr das sehen wolltet, ja? Dann geht's ab in die PvP-Phase. Mal schauen, ob wir da viele Teams antreffen. Okay, auf jeden Fall treffen wir jemanden mit dem Bogen, den wir, ja, mehr oder minder jetzt halt hier gerade abgestaubt haben. Sorry, Mate, Alter. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen unlucky für dich gelaufen. Der eine da nach oben. Jawohl, den haben wir. Ich sehe mein Leben leider nicht. Beziehungsweise nur ein kleines bisschen von meinem Leben. Okay, ich hätte echt Bock auf den Bogen. So, und deswegen nehme ich mir auch, Alter. Ich nehme mir, was ich will, wie eine Frau. So, perfekt. Er hat, glaube ich, sogar Unendlichkeit, oder? Kann ich jetzt gerade die Pfeile einsammeln? Ich weiß es nicht so ganz. Okay, das ist auch jemand, der PvP, glaube ich, im Namen hatte. Bin mir nicht ganz sicher. Holy shit. Wo ist denn der Bogen? Zwei, okay. Ballern wir da einfach mal rein. Denn ich baller meine Lines und natürlich auch noch meine Pfeile. Okay, er bewegt sich ein bisschen komisch. Soll mich jetzt nicht weiter stören. Und zack, hier auch noch einen schönen Bogenhit mitgegeben. Hier hinten auch noch schnell reinlunzen. Okay. Hab ich ihn jetzt gehittet? I don't know, Alter. Weiß ich jetzt ja nicht so ganz. Auf jeden Fall BB an dieser Stelle. Gehen wir auch mal rein. Ich meine, es ist immer eine Teamsrunde. Und dadurch kann man auf jeden Fall mal hier einfach
den dicken Lurfs raushängen lassen und er macht den ganz normalen Zickzack. Denn deswegen ist es jetzt hier auch gar kein Problem, ihn mit der Angel irgendwie ein bisschen wegzufatzen. Gebe ich ihm vielleicht noch so einen leckeren Bogenhit hinterher. Ah, nee. Aber dir gebe ich einen Bogenhit, Diggi. Und dann geht meine Cam wieder aus. Holy shit, Leute. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier vergessen habe aufzuladen oder warum auch immer. Das wird eine absolut ekelhafte Aufnahme zum Cutten. Aber für euch mache ich das natürlich liebend gerne. Und ja, jetzt ist so die Frage, ich habe keinen Kompass. Ja, Digga, wen willst du damit eindrücken? So, I don't know. 12 Kills, 0 Tode. Auf jeden Fall Doppelpiece aus dieser Seite. Grüße gehen raus an meinem Bro Tanzverbot. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schreibt auf jeden Fall neue Challenges oder Sachen, die ihr mal gerne sehen wollt. Fisch da. Tut auf jeden Fall jetzt einen Fisch angeln. Ich hoffe, es ist bald ein Fisch da. Oh! Bester Wortwitz zum Ende hin. Und euch noch einen wunderschönen Tag. Und ciao. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah, 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 Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah.